So, herzlich willkommen zurück. Ja, wie man gerade sieht, da oben, da. Ich war gerade mit Salzburger drin und habe jetzt nachgeholfen. Also, nicht geschiedeterweise, sondern ich habe einfach hier mit einem Autoklicker auf das Ding hier raufgekloppt, wie so ein Weltmeister. damit ein bisschen Produktion eingeheizt wird. Mir fällt aber gerade auf, oder mir ist ja inzwischen die Folgen gerade eingefallen, dass es vielleicht doch ganz praktisch wäre. Weil er sagt, auf der einen Seite, wir haben halt mittlerweile echt massig Eisen. So, wenn wir unser Lebtag nicht mehr brauchen. Und wir haben hier hinten auf der anderen Seite noch so viel Platz, dass ich vielleicht doch noch ein Fach hier oben einrichte für Eisenklumpen. Ne? Ob das nicht vielleicht doch sinnvoll wäre? Die Frage ist, kann man die irgendwie stacken oder so? Nee, ne? Kann man nur... Wir bräuchten irgendein Rezept, wo man ganz viele davon braucht, was man aber auch rückgängig machen kann. Aber ich glaube, sowas gibt es für Eisen nicht. Ne, ne. Ne. Nur mal so aus Jux und Laune, die Dinge kann man nicht wieder rückgängig machen, ne? Nee. Wieso kann man überhaupt die Dinger aus rohem Eisen machen? Ja gut, klar, wenn man... Ja, Eisenklumpen heißt ja nicht, dass es einfach so... Ja, eben, was ist ein Eisenklumpen? Also entweder du hast Eisen als Rohmaterial, dann ist es ein Barren. Gut, ein Barren ist schön geformt. Ja, aber... schwierig, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, okay. Also hier, da. Da brauchen wir irgendeine Art von Lager. Für Eisen. Ich habe nur die Angst, weil, wenn man bedenkt, wie schnell die Dinger hier voll geworden sind. Und, Eisen bekommt man ja auch relativ viel. Das würde also bedeuten, wenn wir hier jetzt Eisenklumpen lagern, bräuchten wir ja die neunfache Lagermenge, da wir ja diesen Schritt aus 9 Klumpen wird ein so ein Block nicht mehr haben. Gut, andererseits schleifen wir es aber auch nicht, das heißt, es wird auch nicht verdoppelt. Wir hätten also nicht das neunfache, sondern nur das 4,5-fache. Aber dennoch, naja, schon eine Menge. Das heißt, wir bräuchten ja auf jeden Fall auch Upgrades drin. Und zwar, wenn es geht, auch so eine 13er-Dinger hier. Ich meine, auf der anderen Seite können wir von hier ein paar rausnehmen. Dann können wir hier ein paar von diesen Achter reinklatschen. Hier von den Dingern. Ah ne, das sind ja bloß 5er. Auf jeden Fall, ja. Alter, unser Inventar ist so scheiße voll. Ja, mal kurz, ich pack das Zeug erstmal alles hier rein in die Kiste. Wir brauchen Platz zum Überlegen. So. Können wir denn hier eine Pipe verlegen? Haben wir denn dafür noch Platz? Also hier wäre... Naja, mit der Leiter. Auf dem Block ist die Leiter. Hier ist das Ding. Man könnte natürlich mit das Rohr da und dann hier so einen Schlenker machen. Würde auch gehen. Könnte man direkt... Dann müssen wir hier noch ein bisschen abbauen. Könnte man hier direkt hochgehen. Oben ist aber ein bisschen schwieriger. Ich mach mal die drei hier ab. Dann haben wir ein bisschen mehr Spielraum. Es wird ja sowieso eine etwas provisorische Anlage. Wenn es also provisorisch aussieht, wäre es gar nicht mal so schlimm. Ich klatsche einfach mal... Oh, wir haben noch 4 Stück. Haben wir noch ein bisschen Plaste? Ja. Ich klatsche einfach mal ein bisschen was zusammen. Wir bräuchten auch noch einen Mülleimer. Für den Fall, dass das Ding doch voll wird, ne? Weiß man immer nicht. Gib mir mal ein paar hier so. Gib ein bisschen. Danke. So, dann brauchen wir, haben wir noch einen Mülleimer? Wahrscheinlich nicht. Genau, das heißt, wir brauchen auch noch einen Mülleimer. Brauchen wir Eisen, was ich gerade weggepackt habe. Sehr geil. Auch wieder in der Blüte seiner Intelligenz. 1, 2, 3, 4, 5. So. Brrr. Ey, du noch da. Bring. Dankeschön. So. Achso, und wir brauchen natürlich noch ein Door. Denn beim Door ziehe ich die Linie.
Wo ich diese jetzt hier, es tut mir so leid. Haben wir noch ein Dua? Wir haben Upgrades. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Aber ein Dua haben wir nicht. Nö. Warum auch? Gib mal her, gib mal her. Übrigens, mir ist letztens aufgefallen, als ich privat ein bisschen gespielt habe. Es gibt ja bei diesen Doan. Doa. Wenn wir diese ganz einfachen machen wollen. Dann kannst du tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob wir das im Let's Play auch schon gemacht hatten, mir war es nicht in Erinnerung, ne, weil für die Dinger brauchst du ja alle speziell die entsprechende Farbe. Und deswegen war es mir so in Erinnerung, dass du auch für die einfachen speziell das einfache Holz brauchst. Aber das brauchst du gar nicht, du brauchst einfach nur irgendwelche verschiedenen Holzarten mischen. Das heißt natürlich, wenn du einfaches Holz nimmst, weil das das einzige Rezept ist, was kein einfaches Holz nutzt, ist das, was übrig bleibt. Aber du kannst natürlich auch einfach so ein Holz hier nutzen, also halt anderes Holz verwenden und musst nicht das kostbare Apfelbaumholz benutzen. Sprich, wir können jetzt zum Beispiel hiervon ganz viel nehmen und dann einmal unsere S-Bahn. Bam. Und schon haben wir... Gut, bei einem macht das nicht wirklich viel Sinn, egal. Und können da jetzt eine abgeschlossene Kiste? Nein. Wie fährst du mit einer normalen Kiste? Ach, haben wir gar nicht mehr. Lecker mio. Gut, dann Kommando zurück. Erstmal Kiste machen. Danke. So, und da jetzt ne, jetzt hätten wir eine dunkle Kiste. Wollen wir eins wegnehmen und da stattdessen sowas hin machen, bumm, haben wir eine normale Kiste. Yay. So. Du kommst nach da. Hä? Hä? Warum sieht die anders aus? Hä? Was haben wir da für Kisten genommen? Haben wir die genommen? Oh ja, tatsächlich. Mit dem Gelbton haut's hin. Oh. Wir haben ja überall gelbe Kisten genommen. Warum das denn? Hä? Habe ich jetzt irgendwas verpasst hier, Leute? Was ist denn hier los, Amanda Colm? Das ist ja herzallerliebst. Gut, das heißt, wir brauchen erst einmal... Hat mein Rechner gerade die Verbindung zum... Oh, ja. Mein Rechner hat gerade die Verbindung zum Server verloren. Lol. Bitte beruhig dich wieder. Das merkt man nicht immer daran, wenn auf einmal der Server anfängt, massig Daten zu senden. Wo ist rechter Bildschirm? Da. Da. Schickt mein Test gerade massig Daten. Das heißt, er hat an der Stelle kurzzeitig die Verbindung verloren und trasht deswegen jetzt das Netzwerk. Das ist so ein ganz komischer Bug in mein Test, der ab und zu mal auftritt. Ich weiß nicht, ob es bei mir am WLAN liegt, dass er da kurzzeitig mal die Verbindung verliert und dann so komisch sich verhält. Mein Test. Auf jeden Fall, ja. Tritt das ab und zu mal auf. Zum Glück eher selten. Ist mir nur noch nie im Let's Play passiert. Naja, gut. Wir brauchen, komm, brück dich wieder. Brück dich. Atme. Du Sack. Ah, jetzt. Bist du gleich kommen? Ach ja. Daran merkt man, dass mein Test nicht ganz perfekt ist.
Alternativ könnte ich auch einfach kurz, mal kurz, ich komme kurz raus. Dann warten wir mal eine Minute. Und dann müsste offensichtlich gleich ein Timeout kommen. Ah ne, Ronix leaves the game. Das hat er sofort mitbekommen. Gut, dann verbinden wir uns mal wieder. Und soll es jetzt wieder gehen. Yay, es geht wieder alles. Komisch. Manchmal ist dieses Mindtest ganz selten. Wie gesagt, ist nur sehr selten. Aber habe ich schon öfters miterlebt. So, was wollt ihr? Was wollt ihr? Genau, wir wollten eine Kiste bauen. Dankeschön. So, da brauchen wir jetzt noch mal ein bisschen Holz. Und zwar das Holz hier. Aber wir haben davon ja schon. Wir haben davon 2 Stacks. Interessant. Aber nicht das falsche Holz, oder? Mal kurz. Boah, das gelbe. Ey, da brauchen wir das gelbe Holz. Was ist das denn schon wieder für ein Zeug? Kiefernholzplanken. Kiefernholz haben wir gar keins. Das ist ja sehr interessant. Haben wir Kiefernholz? Nee, irgendwie unten haben wir gar kein Holz. Warum haben wir denn kein Kiefernholz mehr? Ich muss mal wieder was essen, ich kann nicht rennen. Verdammt, hab nichts dabei. Nix dabei, voller Scheiße, aber auch. Wir haben kein Kiefernholz, das ist doch gar nicht. Muss ich echt erst noch einen Baum fällen? Ist das deprimierend? Na gut. Dann fällen wir mal einen Baum. Oh, hat schon was mit dem Schatten, ne? Was haben wir denn da gemacht? Ah, ne, doch, so soll es sein. Ja, okay. Aber das Problem ist halt, manche Sachen wirken halt so extrem dunkel. Das ist so ganz komisch. Weil ich meine, die Sonne kommt von da. Das heißt, kommt natürlich bei den Dingern genau von der Seite. Ergo bekommt es halt kein Licht. Und ist damit extrem dunkel. Aber es wäre halt schön, wenn man bei der Sonne so ein Tilting aktivieren könnte, ne? Dass die Sonne halt nicht nur gerade von da nach da geht, sondern dass man zum Beispiel auch von da nach da geht oder dass man das auch wirklich so einstellen kann, sodass man zum Beispiel auch eine Wintersonne simulieren kann, die dann von da nach da geht oder sowas, ne? Könnte man sogar mit einer Mod, weil hier gibt es ja eine Wettermod. Das heißt, in der Mod könnte man sogar etablieren, dass es denn dieser Tiltwert dann über die Zeit verändert, oder dass man wirklich eine Sommersonne hat und dann die Bahn sich immer weiter gegen irgendwo hin verschiebt, je nachdem, wie weit es zum Winter geht. Das wäre super geil. Und ja, ich habe es bereits im Forum nachgefragt, aber irgendwie hat es niemanden interessiert. Ja, was soll's. So, was haben wir hier jetzt eigentlich? Wir wollten noch Holz. Wir brauchen Holz. Und was zu essen? Ich kann nicht essen. Ich kann nicht laufen. Ich kann nicht rennen. Nicht rennen zu können, ist ein komisches Gefühl. So, hier steht ein Baum einzeln. Ich glaube, den nehmen wir einfach mal. Guck mal, hier ist auch Holz. Vielleicht nehmen wir einfach das. Weil es sieht so schön aus. Ich glaube, wir nehmen den Baum hier. Pflanzen den Baum auch wieder ein. Wow. Chill. Wow. Das ist ja abartig. Völlig hyperaktiv, der Typ. Also die Blätter. Egal, bis eben bald wieder ein Baum wachsen. Von daher. Nehmen wir mal die unteren Blätter ab. Na, egal, komm. Leck mich. So. Wenn wir nicht gleich was essen können, raste ich aus. Ja, dann leck mich doch unten. Haben wir sich alles unten in die Kiste geschmissen. Aber ich weiß, ich kann hier auch einfach hier was nehmen. Haha. Dafür haben wir es ja. Aha, ich kann wieder rennen. Sehr nice. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ach ja, Tor bauen, immer noch.
Lang ist es her. Danke. Warum habe ich jetzt 6 gemacht? Egal. So, du da in die Mitte. Und schon haben wir ein wunderschönes gelbes Ding. Ah, ich glaube, stimmt, weil mir hier diese Textur nicht gefallen hat. Wahrscheinlich haben wir deswegen dieses Gelbe genommen. Weil es sieht schon arg hässlich aus. Muss man schon einfach mal so sagen, wie es ist. Gut, das war ja Herz allerliebst. Danke. So, und da müssen wir jetzt mal gucken. Da muss jetzt irgendwo, achso, wir brauchen noch eine Sorting Pipe. Sorting Tube. Haben wir sowas noch? Adjustable Sort. Alter, warum haben wir davon so viele? 48, wollt ihr mich verarschen? Was habe ich denn da gemacht? Immer diese Leute, die auf Drogen sind. Geht ja mal gar nicht. So. Wir könnten mit dem Rohr auch hier hoch. Ne, geht auch nicht. Nee, wir bleiben da unten. Wir machen da einen Durchbruch. Alles geht nach schwarz. Ne? Jetzt ist das Ganze normal. Bam, easy. Geht einfach alles durch. 1:1. Als wenn nie was gewesen wäre. Wir hingegen machen jetzt. Kommen wir hier immer noch rüber? Ja, doch. Man kommt immer noch gut dran. Gehen jetzt hier so lang, gehen hier nach oben, gehen da nach da. Da. Und dann geht's auch nach oben. So, das heißt, wir können hier. Ja, es ist halt sehr experimentell. Andererseits können wir eigentlich hier auch abmachen. Und hier einfach direkt so lang gehen. Macht halt mehr Sinn. Macht halt viel mehr Sinn. Ne, gerade durch geht nicht, weil dann kollidieren wir mit dem Rohr hier. Das müssen wir tun, nichts vermeiden. Wir müssen sowieso da oben aufpassen, ne, weil wenn wir jetzt hier einfach ein Rohr ranbauen, bumm, Arschkarte. Deswegen brauchen wir für da noch so ein komisches One-Way-Ding. Müssen wir noch haben, glaube. One-Way, ich komme. Falsche Kiste, da oben. One-Way, ja, wir haben sogar noch 4 Stück. Nice. Dankeschön. So. Ach so, geht, okay. Oder geht's? Ich weiß gerade gar nicht. Weil wir müssen ja auch noch den Mülleimer ranbringen und der muss ja direkt an die Kiste ran. Ah, das heißt, es geht gar nicht. Ah, das geht ja gar nicht. Eben, der Mülleimer muss direkt an die Kiste. Sonst haben wir ein dickes Problem. Das heißt, dann arbeiten wir doch nicht mit der One-Way-Tube, sondern doch auch mit einer Sorting-Pipe, weil da können wir wieder das mit den Ausgängen steuern. Das ist kompliziert alles, ey. Oh mein Gott. Das heißt, weg mit dir. Da. So. Jetzt mal hier Butter bei die Fische. Kompliziert das Ganze. So, wenn wir jetzt. Du bist ja so eingestellt, dass alles nach weiß geht. Okay, nur cool, also das alles, was hier ankommen dürfte also nicht inter Dixabums dann. So, und hier müssen wir jetzt einstellen, dass rein theoretisch müsste es passen. Wenn ich jetzt sage, wir haben da einen Mülleimer. Da drüber, ungefähr so. Und jetzt sage, es geht alles nach weiß und grün. Ne, da müsste erstmal alles, weil das denn eine höhere Priorität hat, müsste alles nach weiß gehen. Ich weiß halt nicht, ob diese Sorting-Tubes auch darauf hören. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal explizit sagen, dass da einmal Eisen reinkommt, damit es wirklich funktioniert. Ich mache mal kurz the test of example. Und schmeiß mal hier so 4 Stück rein. Brrr. So. Jetzt dürften wir wahrscheinlich 2 Stück verlieren, weil er nämlich ungeachtet dessen, dass da noch Platz ist, immer eins da und eins hoch macht. Richtig? Hallo? Wo kommen wir denn endlich mal? Hallo? Hallo? Ach, wir haben es gar nicht eingestellt. Oh. Ja, wir haben es gar nicht eingestellt.
Ah, oh Mann, Alter, hier gleich schon eng. Wir brauchen. Kurze Info. Kein erster ab Nachmittag oder Abend. Nachmittag. Was? Werden leider erstmal weg. Essen gehen. Okay. Guten Appetit. Oh, hast du wahrscheinlich nicht mehr gelesen. So, das heißt, wir müssen erstmal hier rot. Da. Und einschalten. Jetzt kannst du wiederholen. Die sind jetzt wahrscheinlich alle hingegangen, ne? Genau. Eigentlich könnten wir jetzt sogar hier das Ding wieder reinpacken. Mache ich auch mal, damit ich nicht in Vergessenheit gerät. Weil hier dürfte jetzt keiner mehr vorbeikommen, dass jetzt alle hier abgeschliffen werden. Abgeschliffen, also abgegriffen. Abgegriffen, genau. So. Ja, prüfen wir mal meine Theorie. Denn in der Theorie sollte meine Theorie theoretisch richtig sein. Da ja auch Theorie, weil theoretisch. Die sind immer richtig. Ah, hat er da mitbekommen? Haha, lol. Ah, ist ja klar, stimmt, der steht ja im Discord-Chat. Ah, da kommt einer. Warum nur einer? Ah, da kommen alle vier. Holy shit. Holy shit. Da kommen sie. Sie kommen. Oh mein Gott, jetzt. Gehen jetzt alle da rein oder gehen die abwechselnd da und da? Bin mir mal gespannt. Oh, sie gehen wirklich alle da rein. Okay, das heißt auch, diese Sorting Pipe gehört darauf, dass das Ding eine niedrigere Priorität hat als das Ding. Das ist ja interessant. Wow. Trotzdem werde ich einfach aus Prinzip hier trotzdem das Ding hinmachen. Einfach aus Prinzip. Lohnt mir nicht. Ah? Ist zwar jetzt nicht mehr nötig, wie wir gerade gesehen haben, aber einfach aus Prinzip. So, können wir nämlich einfach hier alle reinschmeißen. Die jetzt hier mal ordentlich befeuern. Und jetzt, meine Damen und Herren, wird gleich die Hölle über uns reinbrechen. Oh mein Gott, guckt euch an. Die kleinen, süßen Dingelein. So cute. Das war ganz, ganz, ganz praktisch. Oh, guckt euch an. Guckt sie euch an. Da hat der Dor aber ordentlich zu schlucken. Okay, ich sollte weniger hinter es gucken. Ja, aber es funktioniert. Sehr, sehr praktisch. Geil. Okay. Ah, komm für den nächsten. Der normale, planmäßige, der einfach so kommt. Oder kommt. Gut, das heißt, das funktioniert. Jetzt haben wir ab hier ganz viele Eisenklumpen drin. Und jetzt müssen wir hier bloß noch gucken, wegen Upgrades. Wir haben ja direkt so eine Blank-Dinger. Haben wir noch ein paar oben. Die Frage ist, klatschen wir da echt so eine 13er rein? Ich würde fast sagen, ja. Einfach, weil wir es können. So, es macht halt keinen Sinn, da keine rein zu machen. Ich meine, gut, wir können natürlich auch 5-5er benutzen, weil wir davon noch ein paar rumliegen haben. Aber hab ich offen gesagt keinen Bock drauf. Sind die Dinger? Oh, danke dafür. Ja. 73 haben wir davon. Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn los mit euch? Ich wollte 5. Nicht 50.000. Warum haben wir so viele davon? Alter Schwede, ey. Das ist ja verrückt. So, machen wir ein bisschen mit Trial. Das ist ein bisschen viel, aber gut, egal. Oh, schön. So, wollen wir mal gucken. Da brauchen wir Stöcker. Stöcker brauchen wir. Dankeschön. Alles. 1, 2, 3. Achso, können wir nicht stecken. Alles. Dankeschön. So, Holz kann zurück. Das kann auch. Haben wir noch ein paar? Zwei Stück oder so? Oh, wow, wir haben sogar ganz viel. Ach komm, wisst ihr was? Alles da rein. So. Die restlichen Dinger. So. Erstmal. Holz kann da rein. Da rein. Da rein. Das auch.
Da rein, da rein, da rein. Da rein, da. Oh, da. So. Und jetzt, meine Lieben, kommen hier die fünf Upgrades rein und schon können hier auch ganz, ganz viele rein. Wir werden also nie wieder einen Mangel an Eisenklumpen haben. Höchstens jetzt temporär, weil es jetzt erstmal ne, sich aufstocken muss, klar. Aber, ach ja. Und ich habe mich schon gewundert, weil ich dachte, wir haben 35 rausgenommen. Und warum nur 35 wieder zurückgegangen sind, obwohl sie eigentlich hätten mehr sein müssen. Aber ja, die anderen 16, die wir bereits hatten, waren gar nicht mehr in unserem Inventar. Das erklärt einiges. Oh, Sirenson, hi. So. Bumm. Easy. Nice. Okay, sehr geil. So, jetzt zurück zum eigentlichen Thema, was wir eigentlich machen wollten. Gut, machen wir nächste Folge. Und zwar die Geländer bauen. Das ist das, was wir eigentlich schon vor 2000 Folgen machen wollten. Oder so. Von daher, bis dann.